Endspurt im Wahlkampf. Jetzt heißt es nochmal alles geben, denn es geht um viel. Es geht darum, Deutschland stark aus der Krise zu führen und um die richtige Richtung für unser Land. Und was gibt es für einen besseren Startpunkt für den Endspurt als Wahlkreis 1, den nördlichsten Wahlkreis Deutschlands und das bei den Kommunalwahlen so erfolgreiche Niedersachsen? Also, moin aus Kappeln und aus Seevetal. Wir wollen wirtschaftliche Stärke wieder ermöglichen, neue Arbeitsplätze ermöglichen. Und wir teilen auch nicht die Einschätzung von Frau Baerbock, dass Verbote Innovationstreiber sind. Nein, Verbote blockieren diese Entwicklung und wir brauchen einen völlig anderen Weg, wie wir zu neuem Wachstum kommen. Und deshalb sage ich, es kommt wieder auf uns an, auch in diesem Epochenwechsel, den wir gerade haben, das Richtige zu entscheiden. Dafür kämpfen wir. Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Dafür kämpfe ich und ich bitte um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Wir haben Armin Laschet hier gerade erlebt. Das, was er gesagt hat, hat die Menschen bewegt. Und ich glaube, wenn man richtig wählt, dann kann man es auch schaffen, dass Deutschland insgesamt und damit auch der Landkreis Harburg erfolgreich bleibt und wohlständig bleibt. Wichtig, weil wir nicht zu einer rot-grün-roten oder rot-rot-grünen Regierung kommen dürfen. Wir brauchen Armin Laschet als Kanzler. Wir wollen klimaneutrales Industrieland bleiben. Und deshalb kommt es jetzt darauf an, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder zu wirtschaftlichem Wachstum zu kommen. Aber jetzt geht es um die Frage, welche Richtung nimmt dieses Land? Und wer nicht will, dass Rot-Rot-Grün übernächsten Sonntag eine Mehrheit hat, muss jetzt wählen gehen, muss verhindern, dass dort eine andere Mehrheit entsteht, denn das wird eine andere Republik sein. Und deshalb kämpfen wir in diesen letzten Tagen so sehr um Stimmen für die CDU und unsere Kandidaten.